Meine liebe Pfarrangehörigen, liebe Besucher unserer pfarrlichen Homepage, heute wende ich mich wieder an euch. Heute, das heißt am Samstag, vor dem fünften Sonntag in der Fastenzeit. Das letzte Mal habe ich von unserer Kirche einen Gruß an euch gerichtet. Heute mache ich es auf der Terrasse meines Zweitwohnsitzes. Ich habe eine kleine Wohnung in Klosterneuburg gemietet und schaue einerseits in die Weingärten, ein herrlicher Anblick, und andererseits zur Fassade des Stiftes. Vor 3 Jahren habe ich hier das Goldene Priesterjubiläum gefeiert. Eine schöne, wunderbare Feier, an die ich mich gerne erinnere. Damals hätte ich nicht gedacht, dass mir jemals in meinem jetzt schon 53. Pfarrer-Priesterjahr das Feiern der Messe verboten wird. Natürlich, am Küchentisch könnte ich es tun, aber das ist für mich nicht legitim. Aber in die Kirche kann ich nicht einladen, denn Versammlungsverbot herrscht und Ausgehverbot, sodass ich euch einen lieben Gruß von hier aus schicke, mit dem Hinweis: bedenken wir, was wir nicht haben, und bedanken wir, was wir haben werden. Nicht haben ist derzeit die gemeinsame Feier der Messe am Sonntag, auch des Osterfestes, und was wir haben werden, nach Abklingen dieser Pandemie, wird es wohl wieder sein, dass wir uns versammeln können. Manchmal ist der Verzicht auch eine Lehre, das zu nützen, was man haben darf. Einen guten Sonntag, eine gute Woche, eine gute Ostervorbereitung wünsche ich euch.